Hallo zusammen. Ich würde euch gerne heute mal zeigen, wie ihr mehrfarbig strickt. Mehrfarbig stricken heißt ja auch gerne mal Jacquard stricken oder im Englischen Stranded Colorwork. Im Deutschen sagt man oft Vereil, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt, denn Vereil bezeichnet eigentlich nur die Mehrfarbstricktechnik von den Shetland-Inseln. Dort gibt es nämlich eine Insel, die heißt Vereil. Trotzdem hat sich das im Deutschen so eingebürgert. Beim mehrfarbigen Stricken sind vor allen Dingen zwei Sachen wichtig, die Fadenführung und die Fadenspannung. Damit es keine Löcher gibt, ist es ganz wichtig, die Fäden auf der Rückseite einzuweben. Seht ihr hier? Also alle drei Maschen sollte man den Faden, den man nicht braucht, einmal wickeln um den Faden, den man braucht. Und da gibt es natürlich auch eine Technik zu, sodass man dann trotzdem relativ gut stricken kann, und die würde ich euch gern zeigen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Fäden zu führen. Man kann einen Faden auf dem Zeigefinger haben, einen Faden auf dem Mittelfinger, man kann einen Faden links führen, einen Faden rechts. Für mich hat sich folgende Technik am besten herausgestellt. Ich nehme beide Fäden, halte sie hier hinten fest, gehe mit dem Zeigefinger von unten durch die beiden Fäden, komme ich hoch und wickel mir dann den Hintergrundfaden nochmal so rum. Ihr solltet immer darauf achten, dass der Hintergrundfaden rechts liegt, also weiter rechts der Hintergrundfaden, links der Vordergrundfaden. Das hat was zu tun mit der sogenannten Farbdominanz, damit es immer ein gleichmäßiges Maschenbild gibt. Dadurch, dass ich mir den Hintergrundfaden von vorne nach hinten über den Finger laufen lasse und den Vordergrundfaden von hinten nach vorne, habe ich hier auch einen schönen Abstand, den ich ganz praktisch finde beim Stricken. Vom Muster her muss ich jetzt eine Masche Vordergrundfarbe stricken und jetzt wieder fünf Maschen Hintergrundfarbe. 1, 2, 3, jetzt kommt das Einweben. Wenn ich den Vordergrundfaden einweben will, dann steche ich in die Masche ein, gehe hinter dem Vordergrundfaden lang, hole mir hinter dem Vordergrundfaden den Hintergrundfaden und ziehe den durch. Und jetzt seht ihr, ist er hier eingewebt. Und meine fünfte Masche stricke ich wieder normal, so. Es gibt aber auch Stellen, da geht das Vordergrundmuster über mehr als drei Maschen und dann muss ich den Hintergrundfaden einkreuzen. Das geht technisch ein bisschen anders und zeige ich euch jetzt. Ich habe hier schon eine Masche gestrickt. Jetzt stricke ich die zweite und die dritte. Und jetzt muss ich einkreuzen. Für das Einkreuzen muss ich den Vordergrundfaden hier vorne vorlegen. Das kann ich so mit der Hand machen. Und stricke dann eine Masche. Und dann stricke ich wieder normal weiter. Das ist eine Methode. Noch ein bisschen eleganter ist es, wenn ich es mit der Nadel direkt mache. Ich habe jetzt wieder drei Maschen gestrickt. Ich muss also den Hintergrundfaden, das lila, wieder einkreuzen. Vielleicht kann man das so auch besser sehen. Ich steche in die Masche ein. Ich wickle beide Fäden um die Masche. Und dann gehe ich mit der rechten Nadelspitze zwischen die beiden, sodass der lila Faden, den ich einweben will, vor meinen Faden zu liegen kommt. Und stricke die Masche ab. Ich zeige es euch nochmal. Rechte Masche einstechen, beide Fäden drumherum wickeln, mit der Spitze den lila nach vorne holen, dann ist er hier eingewoben und dann kann ich die Masche stricken. Und mit diesen beiden Techniken kann man auch Vereil oder Stranded Colorwork oder Jacquard, wie auch immer man es nennen will, relativ zügig stricken. Und ich finde die Ergebnisse einfach echt grandios. Also so ein Muster finde ich total schön, gefällt mir total gut. Das wird übrigens eine Tasche. Dazu wird es auch eine Anleitung geben. Wenn die fertig ist, dann werde ich die unten in die Infobox einblenden. Du entscheidest, was schön ist. Just do it.